Hi, und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute wusste ich nicht, dass es Freitag ist. Gut. Ja, heute ist Freitag und heute habe ich mit euch ein Thema, wo ich mal wieder etwas euch ein paar Tipps habe und wie ich euch so ein paar kleine Hilfestellungen geben möchte. Und zwar mein Thema ist heute, sich ein neues, junges Kaninchen zulegen. Und zwar entweder, wenn man schon ein älteres Kaninchen hat oder eben, wenn man erst zum ersten Mal ein Kaninchen sich zulegen möchte. Okay, also als Anfangsding, ich habe bis jetzt 6 Kaninchen gehabt, 6 kleine Zwerghasen. Und ja, die sind bei mir alle so durchschnittlich 8 bis 9 Jahre alt geworden. Ja, und gut, naja, 5 sind 8 bis 9 Jahre alt geworden, wie alt das 6. wird, weiß ich noch nicht, weil er ja jetzt gerade erst neu da ist. Also, bei mir war es so, ich war immer jemand, ich mag Tiere sehr gerne und ich fand es immer schön, wenn ich jemanden habe, mit dem ich reden kann, der mir aber nicht antwortet. Ja, und gut. Also, der erste Tipp zur Anschaffung eines Kaninchens ist auf jeden Fall, wenn euch der Mensch im Zooladen sagt, ihr dürft die Kaninchen nicht hochnehmen und so, dann müsst ihr darauf bestehen, sie mal hochzunehmen, weil sonst könnt ihr kein Gefühl dafür entwickeln, ob das Kaninchen euch mag oder ob ihr das Kaninchen mögt. Und es gibt ja solche, die schmusen sich dann an dich ran, solche, die hören dir am Hals hoch, manche, die bleiben einfach nur bei dir hängen und andere, die versuchen von dir wegzukommen. Und es macht keinen Sinn, wenn ihr euch einen Hasen zulegt, der schon im Laden versucht, von euch wegzukommen, weil eins garantiere ich euch, der wird sich auch in den Jahren dann nicht irgendwie plötzlich anfangen, schmusig zu werden. Das ist einfach nicht so. Bei meinen Hasen war es so, die meisten von denen waren Hochkletterer und Leo ist ein Festkraller, der krallt sich richtig so fest, dann musst du richtig so von dir wegzerren etwas, damit du den absetzen kannst. Und ja, dann mein nächster Tipp ist auf jeden Fall, nicht irgendwie, wenn ihr nicht auf Biegen und Brechen ein Kaninchen haben wollt, wenn die Chemie nicht stimmt. Wenn die Chemie stimmt, dann merkt ihr es und wenn es nicht stimmt, dann nicht sagen, gut, dann versuche ich es mit dem, dann es wird schon, wir werden uns aneinander gewöhnen, weil eins sage ich euch an dem Punkt auch noch, ihr werdet euch nicht aneinander gewöhnen, das funktioniert einfach nicht. Und dann habt ihr so ein Kaninchen, das vielleicht nicht verschmust genug ist oder das viel zu viel verschmust ist für euch und dann müsst ihr dem, könnt ihr ihm nicht das geben, was das Kaninchen braucht und ihr bekommt nicht das, was ihr braucht. Ja, dann mein nächster Tipp, wenn ihr schon ein Kaninchen habt, also sagen wir mal mit einem Jahr oder so, dann ist es nicht fair, wenn ihr da ein, sagen wir mal, 3 Monate altes Kaninchen dazusetzt, weil das Ältere macht das Kleinere sonst fix und fertig. Da wär's dann, ist es dann, auch wenn es krass klingt, dann empfehle ich eher dann 2 oder 3 kleinere Kaninchen dazuzunehmen, weil die in der Gruppe haben die eine größere Chance, gegen das ältere Kaninchen anzukommen. Dann ein weiterer Tipp für alle, die sich mehrere Kaninchen zulegen möchten, was bei mir leider nicht gegangen ist, weil es eben, also eigentlich artgerecht gehalten werden Kaninchen immer in Gruppen. Aber bei mir, mein Erfahrungsschatz sagt, ich hatte jetzt wie gesagt 5 Kaninchen und ich habe 5-mal versucht, die immer miteinander zusammenzutun. Und die haben sich 5-mal sowas von nicht leiden können. Das war, wir hatten immer den Kleinkrieg der Kaninchen. Und das lag daran, dass die sich einfach meistens, wenn du ein älteres Kaninchen wird ruhiger, da kann es dann schon funktionieren. Aber wenn du 2 jüngere Kaninchen, sagen wir mal eins mit, so sagen wir jetzt einfach mal 6 Monate und eins mit einem 1,5 Jahren zusammenfügst, das kann unter Umständen klappen. Aber da gibt es keine Garantie dafür. Aber wenn ihr versucht, so eins mit einem Jahr und eins mit 4, 5 Monaten zusammen zu tun, das garantiere ich euch, klappt sicher nicht, weil die dann zu verschieden sind. Der eine ist quirlig, der andere wird gerade etwas ruhiger und die streiten sich dann nur. Und
Dann gibt es natürlich noch den Tipp, den ich für jeden habe, wenn ihr zwei Kaninchen haben wollt, wirklich um jeden Preis nach dem Prinzip, weil zwei besser sind und die Haltung und so weiter, dann nehmt auf jeden Fall zwei aus demselben Wurf, weil wenn die aus demselben Wurf sind, dann kennen die sich schon und dann haben die ein viel engeres Verhältnis zueinander. Und ja, dann mein nächster Tipp. Bei uns ist es so, wir lassen unsere meisten so mit 6 Monaten kastrieren, weil davor ist einfach nicht artgerecht. Und vor allem, die sind in der Zeit noch so im Wachstum, da verändert sich noch so viel. Das merke ich jetzt gerade auch schon wieder bei Leo, der verändert sich gefühlt täglich gerade. Der hat so viele Umbauarbeiten im Körper. Das ist, ja. Aber er ist auch furchtbar quirlig. Also so ein kleiner Hase ist wirklich was sehr, sehr quirliges. Und wenn ihr jemand seid, der sein erstes Kaninchen hat, dann an die Eltern ein Tipp, kauft dem Kind keinen jungen Hasen, sondern fangt am besten mit was an, was schon mindestens ein Jahr alt ist. Weil die Hasen sind dann ruhiger, entspannter und die sind nicht mehr so aufgedreht. Und so junge Hasen, die brauchen wirklich extrem viel Pflege, extrem viel Aufmerksamkeit. Und wenn man die dann einfach bloß in ein Gitter vor die Tür stellt, also ich bin da einfach nicht dafür, sondern dann gehen die meistens ein, weil die einfach noch zu, also die gehen, ich sterbe davon nicht, aber die gehen moral, die gehen seelisch davon, finde ich zumindest ein, weil ich habe viele gesehen, die sind nicht im Haus gehalten worden und das waren irgendwie für mich immer, die wirkten immer sehr unglücklich. Außer wenn sie einen anderen Hasen dabei hatten, dann war es wieder eine andere Geschichte. Ja, was kann ich euch noch empfehlen? Mein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, wenn ihr euch ein Kaninchen zulegt, dann beim Kauf vom Stall auf jeden Fall eher lieber einen größeren Stall kaufen. Nämlich, also, aber nicht, er muss nicht 2-Etagen-mäßig sein, sondern einfach vom Platz her so sehr breit. Weil die sich in den ersten Monaten, die rennen ständig rum. Also die sind. Die liegen. Wenn die liegen, ist das die Ausnahme von der Regel. Bei mir zumindest war es bisher immer so. Und ja, vor allem bei den Männchen ist das so, die bewegen sich erstmal sehr viel. Dann kommt irgendwann der Tag, wo man sie kastriert, schnipp, schnapp. Und dann werden sie plötzlich sehr viel ruhiger und anhänglicher. Und ja. Aber, also nicht falsch verstehen, aber auch Weibchen werden ruhiger. Aber da dauert es dann halt etwas länger. Und ja. Was kann ich euch noch sagen? Was ich auf jeden Fall euch als allerersten und wichtigsten Tipp gebe, ist, wenn ihr das Kaninchen gerade habt, also wenn ihr jetzt heute es gekauft habt, dann setzt es in den Stall, lasst es den Stall anschnuppern, lasst gucken, guckt, wie es ist. Und nur wenn ihr euch zutraut zu sagen, ja gut, jetzt, es fühlt sich schon etwas wohl, wenn es erst schon mal gefressen hat, wenn es ein bisschen was getrunken hat, wenn es ein bisschen, naja, wenn es in die Ecke gepullert hat oder sein Geschäft gemacht hat, dann hebt ihm mal durch den Stall, also nicht in den Stall rein, sondern durch den Stall die Hand hin, damit es euren Duft mal aufnehmen kann. Nicht auf keinen Fall mit der Hand direkt immer in den Stall reingehen, weil die Hände, die werden ja, die sind ja, die verstehen nicht, dass es nicht ihr seid, sondern die denken, das sind Greifvögel. Dann bekommen die Angst. Und das ist in den ersten Wochen eher kontraproduktiv für eure spätere Beziehung. bei mir war es so, ich habe Leo den ersten Tag, ich wollte ihn eigentlich wirklich im Stall lassen, aber Leo, der war so hyperaktiv, der war so überdreht, dass wir den erstmal rausnehmen mussten und ein bisschen rennen lassen. Und wir waren schockiert, wie hohe Sprünge der machen kann. Also, das war wirklich für uns so dieses. Ja. Dann der nächste Tipp für die. Einfach für den ersten. Ja, entschuldigt, mein Hase hat gerade niesen müssen. Dann ein weiterer Tipp. Seid auf keinen Fall erschreckt, wenn die Hasen die ersten. Als die ersten 1,5 Wochen sehr aktiv sind, wirklich mehr als aktiv. Oder also ich habe bei Leo gedacht, oh Gott, kann er nicht mal 5 Minuten hinlegen, sich hinlegen, nur 5 Minuten. Und das ist meistens bei denen natürlich, für sie ist das auch was ganz Neues, was total Spannendes, was Aufregendes. Und dann haben die auch sehr viel erstmal Angst. Und wenn sie dann sich beruhigen und langsam ruhiger werden, dann liegen sie viel mehr rum. Also Leo liegt sehr oft, nicht viel, aber oft. Nicht lange, aber oft.
Dann für mich, was bei mir so das Ding ist, wenn ihr den Hasen im Zimmer habt und ihr, also das habe ich ganz lang ganz falsch gemacht, das habe ich jetzt auch bei Leo, mache ich es jetzt richtig ansatzweise. Ist es nämlich so, wenn ihr den also wenn ihr den im Stall haltet und ihr den dann in eurem Zimmer habt und ihr dann immer sagt, naja, wenn ihr das Futter immer nachschüttet, egal zu welcher Uhrzeit, dann haben die so eine Gewohnheit, da kriegen die keinen Rhythmus rein. Und deswegen bin ich jemand, ich sage, ich schütte ihm das Futter erst nach, wenn eine gewisse Uhrzeit erreicht ist und wenn der Napf leer ist. Und wenn er den Napf davor leer frisst, dann hat er ja noch das Heu. Weil ich sorge ja immer dafür, weil es ist viel wichtiger für die kleinen Kaninchen, dass sie Heu fressen, als dass sie diese Paddles fressen. Weil die Paddles müsst ihr euch eher wie Sahnetorte vorstellen, während das Heu eher sowas ist wie Brokkoli, Spinat und so. Aber ich weiß, es klingt jetzt für viele jüngere Zuschauer furchtbar, aber das ist einfach gesünder für die Hasen, wenn sie das gut fressen. Und während der ersten 6 Monate gibt es nichts Wichtigeres, als dass die ihre Zähne abreiben. Weil wenn die in dieser Zeit dann Zahnprobleme kriegen, kriegt man die nie wieder aus dem Hasen raus. Und dann muss man denen öfters die Zähne richten lassen. Und das ist auch jedes Mal Stress für das Kaninchen. Und ja, das ist dann einfach nicht so gut. Und deswegen ist es dann sehr wichtig, dass die erste Zeit mehr Heu fressen als dieses Kraftfutter. Darum kriegt Leo auch nicht immer so viel Kraftfutter und muss dann auch mal warten, bis es wieder Abend ist, damit er wieder Kraftfutter bekommt. Ja, dann was auch so ist, also bei mir ist es so, dass die ja irgendwann so mit 4, 5 Monaten fangen die an, so Dinge auszutesten, wie zum Beispiel, dass sie am Teppich knabbern, scharren am Teppich und sowas. Und da hilft es dann einfach, sie mal hoch, also sie zu nehmen, hochzulupfen, also nicht ganz hoch, sondern nur so ein bisschen wegzulupfen, damit sie verstehen, das geht nicht und Nein sagen. Etwas, was ich leider nicht so gut gerade im Griff habe, ist, hier. Leo frisst gerade leider meine T-Shirts auf. Das ist gerade sein Glück. Er sitzt dann immer hier und er macht so. Dann einen weiteren Tipp für jeden, der einen jungen Hasen hat. Bei 1 Jahr alten Hasen ist das nicht so wichtig, aber eben auch noch. Also beschafft euch auf jeden Fall Zebra-Rollen, weil wenn ihr die ihm hinhebt, so ein bisschen unter die Nase, nicht in den ersten Tagen, sondern erst wenn er so ein bisschen älter ist, kämpft er gegen die Zebra-Rollen an und dann wird er viel schneller müde, weil dadurch kann man die wirklich gut müde kriegen. Das ist so mein Geheimtrick gerade. Und dann als nächsten Tipp ist auf jeden Fall in dieser Zeit von den ersten 6 Monaten habe ich jetzt, wir haben gerade überall so Kisten rumstehen, so ja, Kisten von, die eben so Kistendeckel und Kuchenkisten und solches Zeug, eben halt so Kistchen, nicht zu groß, nicht zu klein, halt so sehr flach oder sehr nicht sehr groß halt. Und die sind da, damit er sich daran während dem Rennen überall mal was zum Nagen hat, eben für die Zähne. Nach diesen 6 Monaten geht man meistens auch zum ersten Mal zum Tierarzt, weil ich das einfach mal, ich würde es empfehlen, wenn man dann einfach nach den ersten 6 Monaten das erste Mal zum Tierarzt geht. Man muss nämlich nicht immer zum Tierarzt rennen, aber die ersten 6 Monate, nach den ersten 6 Monaten kann man dann das erste Mal hingehen, dann lässt man den Hasen mal untersuchen, gucken, ob alles gut ist, vor allem die Zähne überprüfen, das ist dann weiß man, was auf einen zukommt, und die Krallen schneiden, weil das ist etwas, was ich jetzt euch sofort sage, schneidet die Krallen von eurem kleinen Hasen nicht, bevor er nicht mindestens 6 Monate alt ist. Weil die haben, wenn man so will, dann noch viel zu weiche Krallen und die kratzen dich auch nicht mit Bösartigkeit, sondern die ist halt, weil die erstmal sich an ihre Krallen und alles gewöhnen müssen. Und nach diesen 6 Monaten sind dann die Krallen etwas härter und dann macht es auch Sinn, mal schneiden zu lassen. Was kann ich euch noch für einen Tipp geben, so gerade auf die Schnelle? Also mein wichtigster Tipp ist, wenn der Hase um euch rumrennt und er euch, es gibt da verschiedene Arten. Wenn er euch liebevoll anknufft, so ein bisschen, dann heißt es einfach nur, geht zur Seite. Wenn er euch, oder das heißt, streichel mich.
Ihr könnt auch immer mal wieder die Hand einfach hinheben und wenn er es dann annimmt, dann streicheln. Das ist dann auch okay. Aber auf keinen Fall den Hasen schnappen und streicheln, wenn er es gar nicht will. Das ist einfach, das ist pures Beziehungsgift für die erste Zeit. Und wenn er dann euch etwas deftiger anknufft oder gar ein bisschen Zahn zeigt, dann halt dann ist das mein Tipp, ganz sanft, und ich möchte betonen, sanft, den Kopf ein bisschen nach unten drücken, weil damit zeigt ihr dem Hasen, dass ihr der Oberhase seid und er sich an euch, also dass das nicht in Ordnung ist und er sich an euch halten muss. Hier ist allgemein so mein Tipp, wenn ihr den Hasen eben, wenn er zu übermütig ist und so, dann immer den Kopf ein bisschen nach unten drücken, mit ganz ganz sanftem Druck. Ich möchte das betonen. Sanft. Ja. Dann auch was auf euch zukommen wird, ist die ersten, also wenn er ungefähr so 4,5 Monate alt ist, ist jetzt Leo gerade, dann kann es sein, dass er dieses Spiel 20 Hebs aufmacht. So wie die kleinen Kinder immer gerne dann Schlüssel runterschmeißen und du sie aufheben musst, ist es beim Hasens Häuschen. Das schmeißt er dann um. Und erwartet, dass ihr es wieder zurück umdreht, damit er darauf, damit er damit weiterspielen kann. Ja, und ihr solltet euch auch nicht wundern, wenn sie scharren, im Stall rumscharren. Das heißt einfach, das ist einfach, weil Hasen Scharrtiere sind oder so, habe ich irgendwo gelesen. Also es ist kein schlechtes Zeichen. Also. Wenn euch euer Hase allerdings im Stall, also wenn er aggressiv auf euch reagiert, dann kann es manchmal auch hilfreich sein, ihm die Hand, ja, in Anführungszeichen schmackhafter zu machen, dass den Kontakt mit euch, indem ihr ihm leichte Leckerlis gebt oder eben Kleinigkeiten. Und ja, dann noch ein Tipp von mir ist, auf gar keinen Fall solltet ihr ihm zu früh Nassfutter geben. Und wenn ihr ihm was Gutes tun möchtet, viele Hasen essen gerne Gurke, aber da müsst ihr dann die Schale, die Rinde, also die Schale drumherum wegmachen. Und dann, bei Leo ist es so, er frisst am liebsten, wenn man es ihm klein schneidet, aber manche Hasen kriegen es auch so hin. Ja, ich meine, das war eigentlich alles, was ich euch dazu sagen kann. Ich weiß, das Video ist jetzt etwas länger geworden, aber es sind so die Tipps für die erste Zeit und ein Tipp, der noch von mir ist, der einfach mit dem Futter zu tun hat, ist, füttert euren Hasen kein Vitakraft. Ich weiß, das ist jetzt nicht nett gegenüber dieser Firma, aber das ist in diesem Futter ist so viel ungesundes Zeug für die Kaninchen drin und damit werden die einfach nicht froh. Und glaubt mir, ihr habt dann auch nicht ewig lang Freude an eurem Hasen. Ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wer weiß, vielleicht beschaffen sich jetzt gerade die einen oder anderen ihren ersten Hasen. Oder denkt mal drüber nach. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Was würdet ihr, habt ihr bei euren Hasen anders gemacht oder wollt ihr einen Hasen? Und ihr könnt mir auch gerne Fragen zu den ein oder anderen Themen zu diesem stellen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell von kreatemyoutlook.com. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao!